Hallo, schönen guten Mittag, denke ich mal. Also ich werde das hier um 13 Uhr hochladen. Wir kommen zu einer kleinen Roomtour aus meinem Urlaub. Ja, in dem Uploadplan steht ja eigentlich nichts drin, dass ich am Sonntag ein Video mache. Aber ich habe mir gedacht, komm, so eine ganz kleine Roomtour kannst du dann doch mal machen. Ich muss da in die Linse schauen. Ich kann das einfach nicht mit dem Handy filmen. Ja, ich werde euch jetzt gleich die Roomtour zeigen und zum Schluss werde ich euch nochmal was zu einem Gewinnspiel sagen, was folgen wird. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der kleinen Roomtour. Mal drehen, drehen, Kamera drehen. Ah, super, jetzt funktioniert das. Also hier vorne haben wir das Bett. Ja, ist halt ein normales Bett, ne? Ich meine, es ist, also ich muss sagen, die Matratze ist mir so ein bisschen zu hart. Also ich hätte die gerne ein bisschen weicher gehabt. Vielleicht, weil ich das von zu Hause gewohnt bin, aber es schläft sich sehr gut. Also ich muss sagen, dafür, dass man hier nicht den ganzen Tag ist, ich meine, es ist ja sowieso nur zum Übernachten, deswegen, das ist ganz okay. Hier haben wir dann so eine kleine Aufbewahrungsbox, die machen wir mal auf. Hier, ey, da ist so eine Leselampe drin. Das brauche ich aber nicht, weil ich lese sowieso so selten. Bücher, hallo? Ey, wer liest denn heute noch Bücher? Ich meine, genau, dann haben wir hier so eine kleine Kommode. Da unten sind so meine ganzen Duschsachen drin. Die stehen jetzt aber im Bad. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Da liegt ein Buch von Frank Buschmann. Da, Frank Buschi Buschmann, ein bisschen Werbung gemacht. Da oben ist ein schönes Bild. Ja, schönes Bild, sehr viel zu sehen, eine schöne Landschaft. Huch, was war denn jetzt los? Naja, okay, auf jeden Fall. Ja, hier ist dann das schöne Sofa, das wirklich sehr schön ist. Also da ist mein Laptop, da setze ich mich dann nachmittags manchmal hin, schaue so, was ist auf YouTube, was geht so auf Facebook und auf Twitter und so weiter und so fort. Ach ja, apropos Twitter, eine super Überleitung. Ich lade ja auch ab und zu mal Fotos hoch und auch Videos auf meiner Twitter-Seite. Also seid recht herzlich dazu eingeladen, sie anzugucken, sie zu favorisieren. Schaut einfach mal auf HSPLP, also auf Twitter, schaut da einfach nach HSPLP. Dann ja, seid ihr recht herzlich dazu eingeladen, mir zu folgen und auch die Fotos zu favorisieren und so weiter und so fort, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt nicht jeden Tag einen Vlog, weil das ist irgendwie scheiße, weil dann hätte ich meine Legeram mitschleppen müssen, noch ein Schnittprogramm und ich wollte auch mal ein bisschen entspannen, aber so ein Vlog per Handy, das, ich glaube, das ist heute mal okay. Hier haben wir dann noch so einen süßen kleinen Holztisch, da kann man auch die Sachen draufstellen. Also wie gesagt, das sowas ist echt geil, weil, wir schwenken mal hier rum. Das ist nämlich der schwenkbare Fernseher. Hier, ich beweise es euch, dass man den schwenken kann. Guck mal, das ist richtig nice, dass man den schwenken kann. Also, ich werde mich dann mal kurzfristig entscheiden, ob ich mich aufs Sofa lege und Fernsehen gucke oder aufs Bett. Meistens dann Sofa nachmittags, am Bett dann nochmal am Abend, falls es irgendwie Fußball gibt oder so. Genau, dann schauen wir mal weiter da draußen. Achso, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Da draußen gibt es eine schöne kleine Dachterrasse. Das ist echt schön und man hört es vielleicht noch, es regnet gerade draußen. Das ist mal ganz gut, weil die letzten Tage war es wirklich warm, 30 Grad, schwül. Ja, da hat man so ein bisschen gehofft auf Abkühlung. Jetzt regnet es schon seit heute Morgen oder so. Ja, seit ich irgendwie wach bin, regnet es die ganze Zeit. Aber ist mal gut. Wir schwenken mal. Hä? Was ist denn das für einer? Sag, wie kommst du denn hier ins Zimmer rein? Ich muss mir den mal angucken hier. Was ist das denn für einer? Oh, der sieht aus wie ich. Hey, ich kenne dich. Du bist der HSPLP von YouTube. So, dann schauen wir mal kurz hier ran in die Schränke. Das ist nämlich so ein... So ein Schrank für meine Kleider und so weiter und so fort. Oh, Schlafanzug, Hose und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Das machen wir mal zu. Huch, jetzt kommt der Spiegel wieder und hier hat man noch die Möglichkeit, irgendwelche Jacken aufzuhängen oder was weiß ich, da ist da noch mal ein bisschen mehr Platz. Und ja, wir schauen jetzt mal ins Badezimmer rein. Ja, Licht. Nee, ist gerade niemand da. Dann kommt nämlich jetzt auch die Auflösung von einem Rätsel, was ich euch gestern gestellt habe. Also hier ist wie gesagt ein ganz normales Badezimmer. Ich meine, ihr werdet Badezimmer kennen von normalen Hotelzimmern und so weiter und so fort. Hier steht ein bisschen Krimskrams rum. Und da ist dann die Auflösung. Wir können mal ein bisschen ranzoomen oder mal reingehen, damit ihr euch das mal durchlesen könnt. So. Nein, ich will benutzt werden. Das Ding will benutzt werden. Das ist so ein Glasabzieher, dass man die Dusche hier sauber machen kann. Hör mal. Ja. So ist das. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Das hört sich so an, als wäre man irgendwie in einem Swingerclub oder so. Genau, jetzt werde ich mich mal aufs Sofa hier pflanzen. Also wir können uns das Ganze nochmal von hier angucken. Ich meine, das sieht jetzt so aus. Wir haben in der Mitte haben wir noch eine Küche, dann noch ein Zimmer weiter. Da schlafen meine Eltern, da gucken wir jetzt nicht rein, weil das ist ein bisschen Privatsphäre und so weiter und so fort. Genau, ich werde jetzt die Kamera nochmal ein bisschen auf mich schwenken, wenn das denn geht. Ja, oben drin Kamera. Oh, da ist die. Da ist die Kamera. So, also. Ich wollte euch was sagen wegen einem Gewinnspiel. Ich mache das mal so, weil das vom Licht her besser ist. Ja, ich möchte mich zunächst mal bei 2500 Abonnenten bedanken. Ja, die haben wir ja kurz vor meiner Abreise erreicht. Und ich konnte mich leider noch nicht persönlich bei euch bedanken. Also,
Ich meine, die Leute, die mich kennen, die wissen, wie stolz mich das macht. Ja, 2500 Abonnenten, hätte mir das jemand vor 7 Jahren oder vor 6 Jahren gesagt, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Jetzt in der heutigen Zeit werden wieder viele sagen, oh, du hast nur 2500 Abonnenten. Aber stellt euch mal 2500 Menschen vor euch vor. So, jetzt müsst ihr denen was erzählen, jetzt müsst ihr vor denen ein Video machen. Ich meine, dass ich nicht 2500 Videoaufrufe habe, das seht ihr ja auch. Also ich bin froh, wenn ich so knapp an die 100 Aufrufe oder so habe, aber da bin ich, mein Gott, da bin ich auch zufrieden. Ich hatte letztens, wie gesagt, in der Skype-Gruppe meines Netzwerks eine kleine Auseinandersetzung mit jemandem, der meinte, dass ich doch eine sehr kleine Community habe, weil sowieso nur 10 Leute meine Videos schauen. Die Leute, die in der Skype-Gruppe drin sind, die wissen, was ich meine. Ja, so Leute, die kannst du einfach nicht ernst nehmen. Mein Gott. Und jetzt wollte ich gerne wieder das Handy festhalten. Jetzt wollte ich halt gerne wieder ein kleines Gewinnspiel machen, dafür, dass ich 2500 Abonnenten erreicht habe. Ja, verlose ich 2x 25 Euro Paysafe-Card. Also 2 Leute von euch haben die Chance, jeweils eine 25 Euro Paysafe-Card zu gewinnen. Wie könnt ihr mitmachen? Das steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ne? Also gut durchlesen oder jetzt zuhören. Schreibt. Was ist denn hier oben los? Jetzt reden gerade Menschen raus. Naja, auf jeden Fall. Wie könnt ihr das gewinnen? Ihr müsst einfach einen Hashtag reinschreiben mit HSP2500 und auch nur ein Kommentar pro Nutzer. Ja? Also nicht 2x den Hashtag reinschreiben pro Nutzer, sondern nur ein einziges Mal. Hashtag HSP2500. Ich schreibe das auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt mitmachen bis zum 7.7. 23.59 Uhr, also dann bis der 8.7. quasi beginnt. Da könnt ihr mitmachen. Und dann werde ich natürlich auslosen und dann werde ich die Gewinner bekannt geben. Ich werde wieder eine kleine Losbox zusammenstellen und so weiter und so fort. Aber das mache ich dann alles, wenn ich wieder zu Hause bin. Nach meinem Urlaub, jetzt wollte ich euch mal ganz kurz eine Roomtour zeigen. Das habe ich gemacht. Ich wollte mich bei euch bedanken für die 2500 Abonnenten. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Und wie gesagt, falls ihr über Fotos gerne informiert werden wollt oder wenn ihr ein paar Fotos sehen wollt, folgt mir auf Twitter. Schaut da einfach auf Twitter nach HSPP oder schaut in die Videobeschreibung, denke ich jetzt nicht. Also schaut einfach in irgendeine Videobeschreibung, nur nicht hier, weil ich hier leider keine Links jetzt verlinken kann so schnell. Ja, und dann danke ich euch. Ich wünsche euch schöne Ferien. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Roomtour gefallen. Macht mit beim Gewinnspiel, wie ihr mitmachen könnt, steht nochmal unten in der Beschreibung. Und jetzt war's das und jetzt höre ich auch zu Let's Playen. Nicht zu Let's Playen, sondern zu Vloggen. Oh Gott. Falscher Ausdruck zu Let's Playen. Warst du das auch mit Let's Playen? Nein, natürlich jetzt zu Vloggen. Videos, wie gesagt, laufen jetzt nach Plan. Heute kommt sonst kein weiteres Video. Morgen geht's dann wieder mit einem Minecraft-Video los. Und jetzt habe ich fast 8 Minuten für so eine scheiß Roomtour gebraucht. Naja, also ich bedanke mich bei euch. Danke, danke an jeden, der mich bislang unterstützt hat. Und ich hoffe, es geht so weiter. Vielleicht erreichen wir ja irgendwann die 3000 Abos. Das wäre mega geil. So, dann würde ich sagen, der Finger ist im Weg. Das ist ein Zeichen, um aufzuhören. Bis dann. Ciao.